die Los Angeles Lakers sind ein gutes Beispiel dafür, dass ein Team gleichzeitig einen extrem aufregenden Sommer haben kann und im selben Atemzug auch einen extrem langweiligen. Ein Beispiel für ein Team, über das sehr viel berichtet wird, aber nicht unbedingt immer aus den richtigen Gründen, wo viel passiert, gleichzeitig aber auch überhaupt nicht viel. Aber was genau meine ich damit? Sie sorgten mit der Entlassung von Darvin Ham für Schlagzeilen, fanden dann ewig niemanden als sein Nachfolger, bekamen eine aufsehenerregende Absage von UConn-Headcoach Dan Hurley, nur um sich dann am Ende für niemanden Geringeres als JJ Redick zu entscheiden, auch ein medial betrachtet riesengroßer Move. Sie waren einer der großen Gewinner am Draftabend mit ihrem Dalton Knecht-Pick an 17, alle Welt redete aber über ihre Auswahl an 57, Bronny James Jr., welcher umgehend auch einen fast 8 Millionen Dollar schweren Vertrag unterschrieb, worüber auch viele redeten. Zusammengefasst, eine ganze Menge passierte und noch mehr Gerüchte flogen umher. Es hieß, LeBron wird seine Spieleoption nicht ziehen, will aber in LA bleiben und sogar auf Geld verzichten, wenn das bedeuten würde, dass die Lakers irgendwelche guten Spieler holen würden mit jenem gesparten Geld. Es hieß, LA würde seine Fühler ausstrecken, um einen dritten Star zu holen via Trade, jemanden wie Trae Young oder Donovan Mitchell. Es hieß, man wolle den Kader verbessern und All-In gehen mit James und Davis im Roster. Die ruhige Trade-Deadline 2024 sollte durch einen aufregenden Sommer wieder gut gemacht werden, und warum nicht? Denn wie sich in der letzten Saison mal wieder bestätigte, dieses Team ist nicht gut genug, um wirklich ernsthaft um einen Titel mitzuspielen. Die Lakers waren einfach kein echter Contender letzten Saison, selbst als man dann wirklich seinen Rhythmus fand auf der Zielgeraden der Regular Season, war dieses Team nicht gut genug, um mit den Besten mithalten zu können. Sie hatten keine Chance gegen Denver in Runde 1, diese verloren in der Runde drauf gegen Minnesota, diese verloren in der Runde darauf gegen Dallas und diese verloren in der Runde darauf gegen Boston, nur um mal verständlich zu machen, wie weit dieses Lakers-Team wirklich weg war von einer echten Chance in der letzten Saison etwas zu reißen. LeBron spielt zwar eine klasse Saison, ist aber auch mit bald 14 natürlich lang kein Spieler mehr, der sein Team als Nummer 1 zum Titel trägt, und Anthony Davis ist offensiv zu inkonstant für eine echte Nummer 2. Die Zeiten, wo dieses Duo LA automatisch zu einem Top-Team machte, sind vorbei, das muss man leider so ehrlich zugeben. Und auch die Supporting Cast kann nicht mit den anderen der Liga mithalten. Reeves ist ein toller, drittbester Spieler, aber danach kommt halt leider auch nicht mehr viel. Da ist einfach zu wenig Shooting im Kader, zu wenig Defense, entweder ist ein Spieler offensiv gut und defensiv schlecht oder andersherum, man bekommt kaum mal eine Aufstellung aufs Parkett, die an beiden Enden gleichzeitig gut ist. D'Lo gibt dir Offense, aber keine Defense, ähnlich wie Hachimura, während Spieler wie Vanderbilt oder Reddish dir halt krasse Defense geben, aber offensiv massive Probleme haben. Es fehlen echte 3-and-D-Spieler, Edelrollenspieler, Guys, die von der Bank kommen und auf die du dich verlassen kannst, das sind alles okaye Spieler, aber keine sehr guten. Mit anderen Worten, dieser Kader ist schlicht und ergreifend nicht konkurrenzfähig mit den anderen Teams im Westen, da wollen wir gar nicht erst vom Osten reden. Und mein Verständnis war eigentlich, dass die Lakers das wissen würden, so kam mir das bei allem, was gesagt wurde und außerdem durchgesickert war in den letzten Wochen nach der Saison immer wieder vor, wir wissen, dass wir keinen championship-fähigen Kader haben und darum muss etwas passieren. Es passierte allerdings überhaupt gar nichts. Nach den News, LeBron würde freiwillig auf Geld verzichten, wenn gute Spieler dafür kommen würden, durfte man zumindest mal vorsichtig optimistisch sein, dass jene guten Spieler eventuell kommen würden, es kam allerdings überhaupt niemand. Spieler, für die James wohl verzichtet hätte auf Geld, waren Klay Thompson, Jonas Valanciunas und DeMar DeRozan. Nun, wir wissen, was mit all diesen Spielern passiert ist. James rief Klay direkt nach dem Start der Free Agency an, die Lakers wollten den Shooting Guard unbedingt, sein Dad spielte sogar mal für die Lakers und arbeitet jetzt für diese, und trotzdem entschied sich der viermalige NBA Champion für die Dallas Mavericks. Thompson hätte mit seinem Shooting in meinen Augen perfekt an die Seite von LeBron und AD gepasst, ich hätte den Fit von ihm dort wirklich geliebt, mal wieder gingen die Lakers aber leer aus bei einem Spieler, den sie unbedingt wollten. Jonas Valanciunas wechselt zu den Washington Wizards, ihn hätte ich extrem nice gefunden an der Seite von Anthony Davis. Mit AD auf der 4 und JV auf der 5 hätten die Lakers direkt einen der größten und mächtigsten Frontcourts in der gesamten Liga, gerade wenn man bedenkt, dass James noch auf der 3 da wäre. Das hätte so ein bisschen an die guten alten Zeiten mit Davis an der Seite von McGee und speziell Howard erinnert, seine erste Zeit in Los Angeles. Auch hier gingen die Lakers aber natürlich leer aus. Blieb also noch jemand wie DeMar DeRozan, in LA geboren, auch hier soll das Interesse der Lakers da gewesen sein, wurde nichts draus, er entschied sich für die Sacramento Kings. Und dann war da auch noch Buddy Hield, der am Ende per Sign-and-Trade zu den Warriors ging, er entschied sich zwischen ihnen, Detroit und den Lakers und er wollte nicht zu den Lakers. Diese signten keinen einzigen neuen Spieler über die Free Agency, sie verlängerten mit einigen und holten zwei neue Spieler über den Draft rein, aber kein einziges Free Agency Signing bei einem Team, das so weit weg ist von dem Level, auf dem sie eigentlich sein wollen, das ist halt schon echt nicht so toll. Sicherlich hatten die Lakers nur sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten, aber dass man halt wirklich überhaupt gar nichts gemacht hat, ist schon echt bitter.
Royce O'Neal, Derrick Jones Jr., Najee Marshall, Kyle Anderson, D'Anthony Melton, Simone Fantaggio, Darius Saric, Nicholas Batum, Mason Plumlee, Eric Gordon, es gab durchaus eine Reihe von möglichen Kandidaten, aber LA bekam halt nicht einmal jemanden wie Chris Paul. Der Westen wurde besser, OKC wurde besser, Dallas wurde besser, die Wolves stehen gerade erst am Anfang ihrer Entwicklung, Golden State wurde besser, Denver wurde zwar nicht besser, ist aber LA kadertechnisch nach wie vor klar überlegen. Bei dem, was die Lakers gemacht haben, könnte man fast denken, sie wären auf einer Stufe mit den gerade genannten Teams und eben nicht eines, was sehr viel zu ihnen aufzuholen hat. Ein paar Dinge haben sie gemacht, den Draft habe ich gerade schon angesprochen, ich hatte sie bei uns im Double Stepback Podcast actually als einen der Gewinner des Drafts mit dabei. Man verlängerte mit LeBron James 2 Jahre, eine Spieleroption für Jahr 2, No-Trade-Klausel, minimal weniger als der Max, damit die Lakers ungefähr $45.000 unter der zweiten Apron landen. Dieses Ziel des Sommers hat man auf jeden Fall schon mal erreicht. D'Lo zog seine Spieloption, man verlängerte mit Max Christie, das war's dann aber auch schon. Man kann sogar dafür argumentieren, dass das Team etwas schlechter geworden ist nach dem Abgang von Torian Prince, der eigentlich ziemlich gut in dieses Team reinpasst, aber halt von Darvin Ham letzte Saison in einer viel zu großen Rolle eingesetzt wurde. Man verliert einen guten, wichtigen Rollenspieler, ich hoffe wenigstens, dass dafür Knecht und Christie seine Minuten bekommen in der kommenden Spielzeit. Die Lakers scheinen insgesamt eine Menge darauf zu setzen, dass die Verbesserung des Teams eher durch interne Entwicklung kommt, dass Knett hilft, dass Christie in einer größeren Rolle den Durchbruch schafft, dass Reeves sich nochmal weiterentwickelt, Hachimura ebenso, dass Jalen Hood-Scafino endlich Fuß fassen kann. An sich kein schlechter Plan und auch gar nicht mal so unrealistisch, aber selbst wenn sich all diese Spieler weiterentwickeln und große Sprünge machen, ist dieses Team kein Contender. Das Ziel dieser Offseason hätte in meinen Augen sein müssen, dass man sich in die Position bringt, zumindest mal eine Chance auf den Titel zu haben. Ich verstehe ja, dass es ohne Capspace und besonders viele Assets schwierig ist, aber dass man es nicht mal irgendwie versucht, ist halt wirklich schon etwas schade. Wir sahen kein Trey, D'Lo ist noch da, Hachimura ist noch da, vielleicht hätte man da upgraden können. Sie haben nichts mit irgendeiner Exception gemacht, sie haben nicht einmal irgendjemanden fürs Minimum reingeholt, das finde ich ziemlich schade. Vielleicht betrachten sie Gabe Vincent als basically Neuzugang, weil der letzte Saison so wenig gespielt hat, aber damit redet man sich das Ganze auch nur schön. Ich hatte echt keine großen Hoffnungen, ich war nicht verblendet und dachte, man würde für Trae Young oder so traden oder selbst jemanden wie für Jeremy Grant, aber hättet ihr mir vorher gesagt, dass sie einfach gar nichts machen, dann hätte ich das auch nicht unbedingt geglaubt. Aber an sich passt es ja eigentlich auch noch zu den Lakers. Sie haben ja alle ihre Picks zusammenbehalten, sie sind sparsam, sie schätzen sich vor der Saison völlig falsch ein, das ist alles nichts Neues. Stand jetzt wird die Rotation ungefähr so aussehen. D'Lo, Reeves, Hachimura, James und David starten, Christie, Vanderbilt, Vincent, Kennett und Wood kommen von der Bank. Das ist keine schlechte 10-Mann-Rotation, das sollte für die Playoffs auch reichen, aber damit ist man halt auch kein waschechter Contender. Ich denke, so realistisch sollte man auch sein. Vielleicht machen sie ja noch Moves, vielleicht sind sie noch nicht fertig, aber vielleicht auch schon. Stand heute sind die Lakers in meinen Augen einer der Verlierer der bisherigen Free Agency. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.